Moin moin miteinander, willkommen zu Legend of Grimrock 2. Also ich glaube, uns ist das Licht ausgegangen. Ja, das ist definitiv der Fall. Ja, okay, dann mal los, würde ich sagen. Ohne viel Zeit zu verschwenden, das ist der erste Schritt aus der Mitte heraus. Jetzt gehen wir mal nach links, ne? Zack, zack. So, irgendeiner hungert hier gerade. Kein Problem für uns. Wir können auch zwischendurch mal einen Snack wegessen. So, mitnehmen oder nicht mitnehmen? Ich nehme mal mit, was mitgeht. Hier muss ich, glaube ich, nachher durch. Das darf ich nicht machen. Oh. Sieht doch nett aus. Eigentlich könnte man jetzt auch nochmal die ganzen Wände gegenchecken, ob man irgendwo hier einen Schalter hat. So. Die Ecke muss ich jetzt mitnehmen, ansonsten komme ich dann nicht wieder hin, richtig? Oder wenn ich hinkomme, ich komme nicht mehr weg. So. Wir sind auf einem guten Weg. So, jetzt hier die Ecke mitnehmen. So. Einmal hier den Schlenker. So, schnell Unsichtbarkeit. Da blinkt irgendwas in der Dunkelheit. Da blinken zwei Sachen in der Dunkelheit. Oder eine Sache blinkt doppelt. Schlüssel. Wir wissen nicht, was passiert, wenn der Schlüssel genommen wird. Also gehe ich erstmal nach hier unten. Beutel. Und geht's noch weiter nach unten. So, Beutel. Was hast du in dir drin? Kräuter. Kräuter nehmen wir gern. Beutel. Naja, okay. Solange wir nicht überlastet sind, nehmen wir auch Beutel mit. Das ist der Tunnel unter dem Raum, den wir eben gerade beschritten haben. Ein Hebel. Okay. Gut. Einmal ganz schnell zurück. Hier habe ich keinen Knopf oder irgendwas gesehen. Vielleicht habe ich ja was übersehen, aber... Ich möchte jetzt als erstes den Schlüssel. So, zack. Kurz auf die Karte geschaut. Okay. Ja. Hätte gar nicht anders sein können. Fein.
Ja, ich würde mal sagen, das war die Sanctuary, ne? Das war die Sanctuary. Packen wir mal hier den Schlüssel rein. Dann kann das hier... Achso, das kann weg. Wollte ich gerade sagen. Und übrig bleibt jetzt... Ja, hier. Mausoleum. Das Mausoleum. Und was erwartet uns im Mausoleum? Im Mausoleum würde ich jetzt vermuten... Haben wir einiges an... Keine Ahnung, Mumien oder so. So, das kann weg. Na gut. 3, 2, 1. Meins. Oder auch nicht. Was war das? Da zischt es schon gewaltig. Ich höre hier Flügel schlagen wieder irgendwo. Das mag ich nicht. Nein. Das ist doch der Trickser. Der Gnom. Da wartet der Gnom auf uns. Ja, klar. Ja, klar. Und sobald wir in den Raum hineingehen, was passiert? Na? Er wird uns angreifen. Was sonst? Was kann sonst passieren? Er wird uns angreifen. Na gut, okay, dann ist das so. Ich will kurz mal abspeichern. So. Spielstand gesichert. Dann können wir gleich mal auf die Jagd gehen, ne? Dann können wir gleich mal auf die Jagd gehen. Ich überlege, wenn ich jetzt mich unsichtbar mache und voll auf ihn drauf kloppe. Ich versuch's mal. Das war ja klar, dass er das macht. Nein! Nein, nein, nein! Ah, nein, 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 nein! Nein! Ah, super! So, ich verbarrikadiere mich jetzt hier. Und mache außerdem Folgendes. Falls ihr euch jetzt gewundert habt, wieso ich jetzt so langsam reagiert habe, das hängt damit zusammen, dass mein Monitor sich eben gerade abschalten wollte. Ich musste jetzt an die Monitorsteuerung ran. Genau im richtigen Moment angefangen Zicken zu machen, der Monitor, ne? Noch mehr. So.
Aber wir halten uns gut. Wir halten uns verdammt gut. Puh. Uah. Wie war das mit dir? Wir halten uns verdammt gut? Komm schon. Was? Wo kommt das Ding denn jetzt plötzlich her? Oh, auch das noch. Jetzt komm nicht hier. Nein, jetzt kommt er von der Seite. Nein, 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 nein. Haha, haha. Uah. Rums. So, weg ist er. Hui. Na komm, mein Kleiner. Ich hab was für dich. Wieso Miss? Ja, auch nicht. Na komm. So. Noch irgendjemand hier mit Beschwerden? Dann soll er sie vorbringen. Hier ist das Ding rausgekommen. Hm. Hier ist das Viech rausgekommen. So, du bist verletzt, oder wie? Gibt's ja gar nicht. Haben wir irgendwo einen kleinen Heiltrank? Wir hatten doch mal welche. Irgendwie haben wir keine Heiltränke. Im Moment. Ah, kriegst du einen großen. Wir haben's ja. So. Hunger. Hunger ist nicht gut für die Laune. Okay, weiter geht's. So, das ist mit Sicherheit nichts Besonderes, alles. Alles Sheetcorn, den wir nicht brauchen. Naja, Mausoleum halt, ne? Hier haben sie alle übernachtet. Oh, Bomben. Blitzbomben. Nehmen wir mal kurz raus.
So, was hatten wir jetzt hier? Das ist ja irgendwie ganz merkwürdig. Kraftfelder und da unten aber Druckplatten, ne? Keine Druckplatte. Und da unten auch keine Druckplatte. Da hinten auch noch eine Druckplatte da. Ah, wir machen da hinten ein Kraftfeld irgendwie aus, aber nur ganz kurz. Es aus und zack, es wieder an. Also eine Sekunde. Na gut. Machen wir mal den alten Trick wieder. So, wir schmeißen jetzt da was runter, wenn das Kraftfeld weg ist. Aha. Haha. Wieso ha... Ach so, ah. Hier hat sich was geöffnet. Ich verstehe. Wo ist der zweite da? Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier drauf. Zack. Kraftfeld weg, schmeißen. Und dann muss das da drauf landen. Aber da, oh, das wird ein Timing. Also ich darf nicht drauf stehen bleiben und warten, bis die hier verschwinden, weil sonst ist das wieder an. Ich muss also tatsächlich... 1, 2, 3... Das hat nicht funktioniert. Wo ist mein Pfeil? Mein Pfeil ist weg. Also wahrscheinlich kann ich den Pfeil schon irgendwie wiederbekommen, aber... Na gut. Du hattest noch Pfeile. Ein paar Versuche haben wir noch. So, 1, 2, zack. 1, 2, zack. 1, 2, zack. 1, 2... Ah! Zu langsam. 1, 2. Ich glaube, das ist wieder zu langsam. 1, 2. Ha! Geschafft! Na gut, mehrere Versuche brauchten wir. Theoretisch könnte ich auch selber noch runterhüpfen, ne? Aha. Oh, ich sehe da einen Teleporter. So um die Ecke. Dann hüpfen wir da jetzt auch nochmal selbst runter. Weil wir wollen ja unsere Sachen wieder haben. Außerdem könnte es ja ein Secret sein. So. 1, 2, 3. Zack. Ja, wunderbar. Hier haben wir noch Bolzen. Hier haben wir den anderen Pfeil. Wollen wir den mitnehmen? Was ist das hier? Irgendwas ist hier noch. Ich mache mal ein Fragezeichen. Ich weiß ja nicht, hier geh... Ups. Hier gibt es noch etwas. Ich weiß zwar nicht, ob es da was gibt, aber... Zumindest kann man da irgendwie hin. Die Frage ist nur, wie? Was ist, wenn ich das jetzt hier wegnehme?
Ja. Okay. Schauen wir mal, was es hier jetzt gibt. Ah, hier geht es auf jeden Fall nochmal weiter. Vielleicht geht es ja jetzt irgendwie so hier zu diesem Fenster. Ja, und nun kriege ich meinen Fall trotzdem nicht wieder. Gibt es hier keinen Knopf oder irgendwas? Also, ich frage mich jetzt mal Folgendes. Wofür ist dieser Gang da, wenn man jetzt die Sachen da nicht rausholen kann? Ist ja Quatsch, ne? Ist ja eigentlich Quatsch. Also theoretisch muss es hier ja noch irgendwo, irgendwie, irgendwas geben. Also hier ist auch noch massig Platz, ne? Mal ganz davon abgesehen. Die Wände genau angucken. Also ich habe jetzt hier, ehrlich gesagt, nichts gesehen. Vielleicht gibt es hier auch nichts. Aber ich, ja... Finde ich jetzt gerade ein bisschen komisch. Ich finde das ein bisschen komisch. Na gut, was haben wir hier? Ja, was wir hier haben, ich schaue gerade auf die Uhrzeit, das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Ich mache hier jetzt erstmal wieder ein kleines Päuschen und sage bis bald.